Was bedeutet eigentlich, wenn ich mir Nachrichten reinziehe? Bedeutet das, dass ich mich danach richten soll? Oder ist es Information? Du nimmst deine Stimme und packst sie in ein Gefäß rein, wo deine Stimme stirbt eigentlich. Die Dinge, die uns präsentiert werden, das hat oft gar nichts mit der Wahrheit zu tun. Weil die Leute immer denken, was die Mehrheit sagt, das ist das Richtige, aber stimmt ja gar nicht. Die Ereignisse immer schlimmer werden, also dass immer mehr krasse Sachen passieren, aber dadurch immer mehr Leute auch die Dinge hinterfragen und sehen, ey, fuck. Okay, Thema Tod finde ich eigentlich immer ganz cool, weil das nicht, wirklich, weil das ist so. Deswegen glaube ich, dass das heftig auch als Kontrollmechanismus genutzt wird. Die ganzen Völker in der Vergangenheit etc. pp., die hatten keine Angst vorm Tod. Also wäre dann dein Lebenssinn quasi einfach zu sein, zu meditieren zum Beispiel ein Leben lang, wie manche Yogis das auch machen? Keine Pornos mehr gucken und nicht mehr selbst befriedigen. Das war ein Ding, das habe ich seit 20 Jahren gemacht. Alle stabilen Männer, die ich kennengelernt habe, wo ich denke, boah, der ist krass, guck keine Pornos. Mhm. Beim Mann ist wichtig, dass er das, was er sieht, auch geil findet. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ist wichtig. Sexdrive von Männern ist auch rein biologisch 10-mal so hoch wie von Frauen. Sonnenbrille und oberkörperfrei. Sonnenbrille und oberkörperfrei. Heute im neuen Talk mit Leon wieder am Start in Tulum. Sorry, ich musste meinen Oberteil aus. Aber hast du das nicht? Ah ja, das Mikrofon. Ist zu warm. Perfekt. Ich ziehe meine Tasche an jetzt dafür für das Mic. Okay, also. Noch einen direkt? Ja. Let's go. Ich freue mich, dass Leon heute so viel Zeit mitgebracht hat. Und wir wieder. Du haust ja morgen schon ab, ne? Ja. Ich komme aber wieder zum Singing Circle, vielleicht am 22. Okay. Mal gucken. Dann gibt es ein paar coole Events hier in Tulum. Wenn ihr in Tulum seid, Leute, dann bin ich voll connected. Ich habe mich mit allen connected und ja, ich freue mich drauf. Ich werde mich öfter mal blicken lassen. So. Mhm. Okay, was reden wir jetzt eigentlich? Voll spontan. Das Ding ist, wir haben jetzt schon so viel auseinander. Du bist die Moderatorin hier. Hast du Fragen? Hast du irgendwelche Fragen? Fragen? Irgendwelche Themen, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt gerne mal. Ich finde es halt immer spannend. Ich finde es einfach schön, allgemein von Menschen zu lernen. Ich liebe es, Deep Talks zu machen. Und ich finde auch, dass wir, oh, das hatte ich heute, das Thema, das fand ich super interessant, dass wir wirklich mehr darauf achten sollten, über was wir reden und wofür wir unsere Stimme benutzen. Und dass wir wirklich so viel voneinander mitnehmen können, wenn wir mal auch darauf achten, was wir überhaupt auch teilen miteinander. Weißt du, was ich meine? Ich finde, die Sprache wird heutzutage fast missbraucht. Also die Sprache ist ja sehr powerful. Na, ob das jetzt Manifestation ist oder andere Dinge, aber einfach nur unseren Nachfahren was mitgeben, unseren, ne, den Kindern, die, sag ich mal, uns zuhören. Und wir auch allein programmieren die, ja die Welt sozusagen alle. Und auch allein mal die Worte zu verstehen, die wir benutzen. So. Oh, das ist auch interessant. Weil hast du mal ein paar? Verständnis für die Wörter ist auch verloren gegangen so ein bisschen. So Leute fragen sich gar nicht mehr, wo kommt das Wort eigentlich? Was bedeutet das Wort eigentlich? Was bedeutet eigentlich, wenn ich mir Nachrichten reinziehe? Nachrichten. Bedeutet das, dass ich mich danach richten soll? Oder ist es Information so? Und meiner Meinung nach sind die Nachrichten nicht mehr dafür da, um uns Informationen weiterzugeben, sondern damit wir uns danach richten. Es muss nicht die Wahrheit sein. Ja. Es ist einfach, das ist Propaganda mehr oder weniger. Und das auch nicht nur in Deutschland oder in Russland oder überall. So. Und da mal reinzugehen, so, weißt du, dieses Verständnis zu bekommen für die Wörter, das kann dir alleine schon zeigen, was ist das eigentlich gerade? Unterhaltung. Unterhaltung. Unten halten. Weißt du, was ich meine? Da reinzugehen, mal zu gucken, so. Oder auch, was mich fasziniert hat, auch Wahlen zum Beispiel, Wahlurne. Kennst du, wenn du wählen gehst, so, Parteien wählen gehst, ne, Politik, gehst wählen und packst deine Stimme in eine Wahlurne rein. So nennt man das so. Weißt du, was das Wort Urne ist? Also Urne, was Urne eigentlich ist? Das ist dieses Gefäß, wo du die Asche von einem Verstorbenen reinpackst. So eine Urne. Das heißt, du nimmst deine Stimme und packst sie in ein Gefäß rein, wo deine Stimme stirbt eigentlich im Endeffekt. Ah, oh. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich interessant, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. So, und so kommt man dann so langsam auf die, was es eigentlich bedeutet. Weil ich halte zum Beispiel auch nichts von Wahlen. Deine Stimme abzugeben. Ich glaube, du sollst deine Stimme bei dir behalten. Und du solltest dich selbst erstmal verändern, so wie du die Welt gerne hättest, und dann andere beeinflussen soll. Ich glaube nicht daran, dass irgendeine Partei oder irgendein Politiker, dass du dem Macht gibst und dass er dann für dich Entscheidungen trifft, die dein Leben fördern soll. Ich glaube da nicht dran. So. Ich glaube, wir müssen alle Selbstverantwortung in die Hand nehmen, gerade in der heutigen Welt. Ja. Selbstverantwortlich sein für unser Leben und für was wir wollen. Uns selbst verändern und einen guten Einfluss auf die Welt haben, so weißt du? Und nicht darauf hoffen, dass irgendeine Partei oder irgendein Politiker kommt, der alles so verändert, dass du dann glücklich bist. So. Und es wird uns halt so präsentiert, dass Politiker und Parteien
quasi unser Interesse im Vordergrund haben, so, weißt du? Aber wir haben das doch mit den Jahren gerade in Deutschland auch gemerkt, wie das nicht funktioniert und wie die nicht wirklich unser Interesse vertreten, weil die mit uns Menschen gar nicht wirklich was zu tun haben, so. Und das will ich anregen bei den Leuten, so, hinterfragt mal das Wählen gehen, hinterfragt mal diese ganze Politikgeschichte, verlasst euch nicht auf irgendwas im Außen, sondern verlasst euch nur auf das Innere und behaltet die Stimme bei euch. Voll, was soll ich sagen? Also ich habe ja mit Politik gar nichts am Hut. Warum? Weil ich einfach davon gar nichts halte, muss ich dir ehrlich sagen. Deswegen, ich bin da bei diesen Themen gar nicht so drin. Aber ich bin mir natürlich dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, dass das nicht, also für mich einfach nicht die Wahrheit ist. Also für mich ist das nicht das, wie es eigentlich funktionieren sollte. Hm. Die Welt, sag ich mal. Hm. Aber das fühle ich schon sehr lange. Sehr, sehr lange. Und definitiv, glaube ich. Ich wollte früher mal in die Politik. Das ist krass. Ja, früher mal war ich extrem interessiert, habe mir so Markus Lanz Politik-Shows und so reingezogen. Ja, bis ich dann irgendwann auch verstanden habe, wie der Laden läuft. So. Ja, aber ich finde das mit den Nachrichten extrem interessant so. Und das sollten sich Leute wirklich zu Herzen nehmen, weil die Dinge, die uns präsentiert werden, das hat oft gar nichts mit der Wahrheit zu tun. Das ist halt so interessant, weil die Leute immer denken, was die Mehrheit sagt, das ist das Richtige, aber stimmt ja gar nicht. Nur weil das die Mehrheit sagt, wer sagt dann, dass es deswegen richtig ist? Nur weil alle saufen gehen am Wochenende in Clubs, ist es deswegen der richtige Weg. Jeder von uns weiß, dass es das nicht ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein simples Beispiel. Ja, ja. Ja, es ist also halt faszinierend, wie immer noch ganz viele Leute da rein vertrauen. Ich habe das Gefühl, dass die Welt sich verändert ein bisschen. So. Ich habe das Gefühl, dass die Ereignisse immer schlimmer werden, also dass immer mehr krasse Sachen passieren, aber dadurch immer mehr Leute aufwachen, auch die Dinge hinterfragen und sehen, ey, fuck. Die sagen uns hier irgendwas, aber irgendwie passiert was ganz anderes, bla bla bla. Also ich glaube, das ist auch eine Chance, dass mehr Menschen aufwachen. Also ich aber dazu auch müsst ihr so hingucken. Ja, ja. Aber ich sehe das auch so, die ganzen Krisen und so, da glaube ich wieder daran, anders checken wir es ja nicht. Nee. Also entweder auf die harte Tour. Viele Leute müssen auch erstmal am Boden ankommen, um irgendetwas zu realisieren. Ich glaube, jeder. Auch spirituelle Entwicklung, sage ich mal so. Ja, ja. Das hat bei mir angefangen, als ich ganz unten war. Mhm. Weißt du? Ja, krass. So, die richtige. Ja. Ich war schon früher, als ich extrem Erfolg hatte, beides. Als ich ganz weit oben war, habe ich gedacht, oh shit, Alter, irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde gesegnet gerade. Da passiert irgendwas, ich muss dankbar sein. So. Mhm. Aber wo ich dann ganz tief war, musste ich mich mit meinem Innenleben auseinandersetzen, mit der Psyche, mit Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. So. Oft sind die dunkelsten Momente auch eine Chance ins Licht. Und ich sehe die dunklen Momente tatsächlich nicht als was Schlechtes. Man sagt ja immer negative und positive Ereignisse. Ich sehe es nicht mehr als, also ich kann die Sachen nicht mehr bewerten. Ich finde, das ist auch ein falsches System, dieses Bewertungssystem. Ja, voll. Dieses schlecht und gut. Alles ist, wie es ist und alles passiert aus einem Grund und letztendlich passiert es für dich. Auch wenn es in dem Moment, sage ich mal, schlecht ist, aber es ist nicht schlecht. Es fühlt sich nur sehr hart an, es fühlt sich sehr intensiv an. Es fühlt sich so an, als du verlierst die Kontrolle, du verlierst deinen Halt, du bist lost in den Momenten. Das heißt aber nicht, dass es was Schlechtes ist. Nee, es ist das Potenzial, dass du was lernst. Es rüttelt dich auf. Ey, guck mal, sieh mal dahin. Das muss jetzt passieren, damit du einen anderen Weg einschlägst. Ja. Weißt du, und das sind so Sachen, was viele Leute auch nicht so richtig hinterfragen oder durchleuchten oder verstehen. Ja, ja. Weißt du, dieses schlecht und gut. Ja, und nein. Voll. Gerade mit Ereignissen im Leben so, wo du dann denkst, fuck, warum passiert mir das jetzt? Ja, genau. Die Welt ist immer gegen mich und so. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt die Perspektive auf die Sache. Weil oft ist es halt, wenn du dann deeper reingehst oder vielleicht auch erst nach Jahren oder so, checkst du dann, hey, das war eigentlich gut, dass das so passiert ist. Das hat mich da und dahin gebracht, hat mir die und die Möglichkeiten gegeben. Das ist voll die Perspektivensache eigentlich. Voll die Perspektiven. Wie guckst du auf die Sache rauf, so, weißt du? Und jetzt können wir auch ganz deep mal gehen, wenn man jetzt zum Beispiel daran geht, dann sagen manche, ja, warum sterben denn manche? Warum bitte wird der Tod immer als was richtig Schlimmes und Schlechtes angesehen? Da hat jeder seine eigene Meinung. Ich bin der Meinung, dass es nicht was Schlechtes ist, wenn es zu Ende geht, sondern es ist ein Neuanfang. Das ist meine Meinung. Ich fühle das auch voll. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwann richtig vorbeigeht. Ne? Nee, ich kann das nicht fühlen. Nee, ich auch nicht. Wirklich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, es ist nur, was die Leute sagen, aber ich fühle es. Ich sag dir ehrlich, ich weiß es. Ja, ich weiß es auch. Aber schwierig, wenn man das so. Schwierig, dass du weil ich nicht tot war und so mäßig. Weißt du, wie ich meine? Du kannst es ja nicht beweisen. Nee, ich kann es nicht beweisen. Aber ich habe dir vorhin in dem letzten Talk auch schon gesagt, dass die Wahrheit in dir ist. Und umso freier du dich machst von allen Programmen, fühlst du das. Und da gibt es dann auch wieder wegen Gut und Böse und so. Also ich glaube auch an richtig und falsch, weißt du? Ich glaube auch, wenn du dich frei machst von allem und den göttlichen Kern in dir findest, dann weißt du, was richtig und was falsch ist. So. Mhm. Dann weißt du, dass Alkohol jeden Tag nicht gut ist.
dann weißt du, dass dem Kind irgendwas antun nicht gut ist. Ja. Dann weißt du, dass das und das tun nicht gut ist. So. Drogen zu nehmen nicht gut ist. Das zu unterstützen nicht gut ist. Weißt du? Du fühlst das. Mhm. Und ich glaube, jeder fühlt das auch. Viele betäuben das dann und wollen dem Gefühl nicht wirklich dann so Aufmerksamkeit geben. Aber die meisten von euch da draußen, ihr habt mindestens eine Angewohnheit, die ihr jeden Tag oder jede Woche macht, so, wo ihr wisst, das ist nicht richtig. Was ich zum Thema Tod noch sagen wollte. Ja, okay, Thema Tod finde ich eigentlich immer ganz cool, weil das, nee, wirklich, weil das ist so ein Tabuthema in Deutschland, aber in Mexiko nicht. Ja, hier das ist das kein Tabuthema. Die feiern ja sogar den Tod. Ja. In dem Sinne. Das ist nicht so ein, weißt du, dieses, oh, du darfst da nicht drüber reden und... Ja, das ist eine Sache, glaube ich, die auch, also meiner Meinung nach auch, ich glaube, die alle Urvölker und alle die ganzen Völker in der Vergangenheit etc. pp., die hatten keine Angst vorm Tod. So. Und die Angst vorm Tod, glaube ich, lässt und macht uns auch extrem steuerbar, so, weißt du? Wenn alle Menschen denken, dass sie nur dieses eine Leben haben und in diesem einen Leben alles erleben müssen und unbedingt das und das erreichen müssen. Und wenn die das nicht machen, dann sind die miserabel und so. Dann haben die ja gar keine Zeit. Dann sind die ja immer unter Zeitdruck. So, und jagen die ganze Zeit irgendwas und finden nie sich richtig selber so. Ich glaube, die Zeit ist dafür da, um dich selbst zu finden und nicht, um irgendwas zu jagen mäßig, so, weißt du? Und es ist auch nicht vorbei, wenn du stirbst. Und ich glaube, wenn du das bei den Menschen rausholst, dann lebt fast jeder sein ganzes Leben anders so. Auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich, dass das heftig auch als Kontrollmechanismus genutzt wird. Oh, diese Angst vorm Tod bei den Menschen so. Weil hätten die keine Angst vorm Tod? Dann hast du vor nichts mehr Angst. Dann hast du vor nichts. In dem Sinne, ja, aber dann lebst du das Leben so, wie du es eigentlich... Malcolm X oder Martin Luther King hat mal gesagt, ich lebe mein Leben so, als ob ich vor 20 Jahren schon gestorben bin. Ich bin schon tot. So. Mir kann nichts passieren. Weißt du, was ich meine? So? Und das fand ich sehr, sehr powerful. Weil Ängste halten uns heutzutage extrem ab. Extrem ab. Das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Weil wir Angst davor haben. Oh nee, was ist, wenn das oder dies passiert? Und ich glaube, das hält ganz viele Menschen davon ab, wirklich das Leben so zu genießen und das Leben so zu leben, wie es ist. Das Leben ist so schön, weißt du? Das Leben ist echt schön. Wenn man diesen Moment sieht und nicht nur den Fokus hat, ne, auf diese ganzen Katastrophen, die passieren. Es kann so, so schön sein. Und ich denke mir auch immer, natürlich, sei dir dessen alles bewusst, was passiert. Aber solange du nichts änderst oder nichts ändern kannst, warum sollst du wirklich dein Leben so ruinieren? Weißt du, weil jeder Einzelne, seine Energy trägt ja auch viel dazu bei, wenn man jetzt so wieder in die Spiritualität geht. Safe. Und gerade dieses Tod-Ding auch, also ich meine, überleg dir doch einfach mal, wie würdest du leben, wenn du wirklich keine Angst hättest vorm Tod, wenn du wüsstest, es geht für immer weiter, ohne dass wir das jetzt beweisen müssten, sondern stell dir jetzt einfach für dich vor, alleine, wenn es nicht wahr wäre, sage ich mal, weil, also ich glaube daran, aber ich kann es nicht beweisen, aber trotzdem würde es nicht so viel schon verändern und wäre es doch dann eh egal, was dann letztendlich wäre, weißt du, wie ich meine? Es wäre doch dann eh egal am Ende, also... Aber alleine mit diesen Gedanken zu leben, fühlt sich doch schon viel leichter an und ist doch schön. Warum sollte ich mich deswegen dann gegen diesen Gedanken entscheiden und mir das Leben noch extra schwer machen? Das verstehe ich dann manchmal auch nicht, wenn man das mal so auseinandernimmt, nochmal auch mit dem Tod. Weil das, ja, das ist hat die Angst so. Mhm. Ich habe ja dann nur dieses Leben und wenn ich da jetzt nichts draus mache, dann da kommt kein anderes Leben mehr. Und deswegen lebe ich lieber so, als ob ich nur dieses eine Leben habe. So. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Ja, aber das macht dich halt miserabel. Ändert es ja nicht zum Besseren. Weißt du, nee, das macht dein Leben halt voll stressig. Mhm. Du kannst dann das Leben gar nicht so richtig genießen, wie es eigentlich ist, weil du unter Druck stehst so. Und denkst, du hast nur diese eine Lebenszeit, um die Dinge zu erreichen, die du unbedingt erreichen möchtest. Aber da können wir wieder tief reingehen, weil sind die Dinge, die du erreichen möchtest, überhaupt die Dinge, die du erreichen möchtest? Das ist. Oder auch wurden die dir irgendwo einprogrammiert? Auch nur eine Illusion. Und worum geht es jetzt eigentlich im Leben? Weißt du, wie ich meine? Was ist jetzt denn eigentlich der Lebenssinn für jeden Einzelnen? Da hat ja jeder eine andere Antwort. Ja, jeder hat aber es was gibt nur anderes eine. Für sich. Was sagst du denn? Es gibt nur eine Antwort darauf, und zwar, glaube ich, dich selbst zu realisieren. Wirklich zu realisieren. Zu checken, wer du wirklich bist im Kern als Mensch. Und dann aber, wie sage ich mal, praktisch gesehen, wie gehst du dann vor? Was tust du tagtäglich? Tagtäglich? Also du meinst, um das zu schaffen? Nee, diesen Lebenssinn zu erfüllen quasi. Also diesen, ja, dazu Lebenssinn, musst du ja erstmal dich selbst realisieren. Genau, und genau. Was tust du dann tagtäglich dafür, dass du dich selbst realisierst quasi? Meditieren jeden Tag, beten jeden Tag, in der Stille sein jeden Tag. Jeden Tag nach dem Aufstehen zwei Stunden, die ersten zwei Stunden, kein Internet, kein Handy, kein Fernsehen, keine Musik, nichts. Mit dir selbst zu sein, so. Und alles, was ich in dem letzten Talk auch angesprochen habe, so. Das bewusste Sein, einfach diese ganzen Programme zu realisieren, alles zu realisieren, was dich gemacht hat zu dem, der du heute bist, so.
und dann einfach immer näher an dein Bewusstsein ranzukommen. Und dann verstehst du, dass es nicht nur mein Bewusstsein, sondern auch deins und von dem und von allem. So. Und dass alles miteinander verbunden ist und diese ganzen Sachen, weißt du? Realisierst du dann immer mehr, umso mehr du dich entprogrammierst quasi so, weißt du? Mhm. Und deiner Seele folgst und nicht dem Fleischlichen, nicht dem Körper und dem, was du anfassen und sehen kannst, sondern das, was darüber hinausgeht, so. Und dann findest du den Sinn deines Lebens ganz schnell, wenn du das machst, so. Weil dann gehst du deiner Seele, dann folgst du deiner Seele, deiner Seelenaufgabe, das, was du zu tun hast, so, weißt du? Und ich glaube, am Ende will deine Seele einfach nur, dass du sie endlich siehst. Weißt du, jeder Mensch hat seine Seele in sich, im Herzen meiner Meinung nach, so. Die zu finden, das zu finden, dem Aufmerksamkeit zu geben, da immer wieder hin zurückzukommen und zu verstehen, dass du die anderen Sachen eigentlich alle gar nicht bist, sondern einfach nur, du bist eigentlich nur dein Bewusstsein, deine Seele. Also wäre dann dein Lebenssinn quasi einfach zu sein, zu meditieren zum Beispiel ein Leben lang, wie manche Yogis das auch machen? Das ist das Ziel. Also mein Ziel ist es... Sein einfach in dem Moment. Ja. Wäre das was? Ist Glückseligkeit, glaube ich. Da kannst du hinfinden. Und das haben schon einige geschafft, glaube ich. Ne? Wenn man sich das so überlegt, weil nicht. Ja, wir leben ja noch in dieser Mainstream-Welt weißt du, was ich meine? Aber dieser Gedanke, dass manche Menschen nur alleine in einem Berg sitzen und meditieren, die Yogis da, und die nichts essen und nichts trinken, was ich ja letztens auch, hast du den Film mal gesehen? Am Anfang war das nicht? Okay, das ist interessant. Das ist zum Beispiel ein Yogi, der sitzt halt nur im Berg da und meditiert, immer, alleine. Ja, machen viele. Das ist so krass. Das ist wichtig, dass es diese Menschen gibt. So. Es ist interessant auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist die Balance zu dem ganzen bösen Scheiß, der auf der Welt abgeht. Und dieses ganze Materialistische und so. Da muss es eine Balance zu geben. So. Und für mich war das Ziel schon immer Glückseligkeit. So. Ich weiß, dass ich noch nicht alles dafür tue. So. Ich könnte wahrscheinlich auch noch mehr machen, aber ich versuche es. Auf den Weg zu kommen, immer mehr so, weißt du? Ja. Und ich versuche immer mehr Programme, die ich mir angeeignet habe, aus mir rauszubekommen und meine Gewohnheiten zu hinterfragen. Und was ist denn die größte Gewohnheit, die du abgelegt hast in letzter Zeit? Keine Pornos mehr gucken und nicht mehr selbst befriedigen. Das war ein Ding, das habe ich seit 20 Jahren gemacht, täglich eigentlich so. Wow. Ja. Das loszulassen, das ist schon ein crazy Schritt so. Weißt du? Weil das verändert auch sehr, sehr viel schon alleine. So. Das alleine, das... Merkst du einen Unterschied? Ja. Wie denn? Brutal. Ja, du bist nicht mehr, keine Ahnung. Du bist viel mehr confident so. Du bist viel glücklicher mit dir selber so. Und das kann ich jedem Mann nur ans Herz legen, das mindestens mal auszuprobieren. Das hat so viele Effekte. Erstens die Beziehung mit dir selber. Du bist mehr confident, du bist glücklicher mit dir selber. Jeder Mann, der sich jeden Tag selbst befriedigt, weiß ganz genau, wie er sich danach fühlt. Lügt mich nicht an, ihr wisst es. Wenn ihr es noch nicht wisst, dann seid ihr zu unbewusst. Aber jeder spürt, dass man danach eine gewisse Abneigung gegen sich selbst hat oder sich komisch fühlt. So. Weißt du? Weil das einfach auch nicht, was ist das, Digga? Das ist so, wenn ich versuche das den Leuten bei mir im Stream auch immer so ein bisschen ans Herz zu legen und mal so eine, ich sag das dann extra mit so expliziten Worten, so. Ich sag dann, du sitzt da, guckst anderen Menschen beim Sex zu, guckst dir andere Schwänze an, sitzt vor dem Bildschirm, holst dir selber einen runter, packst es in ein Taschentuch rein und schmeißt es in den Müll. So. Versuch mal das zu betrachten aus einer dritten Perspektive. Ganze Lebensenergie so wie weggeschmissen. So. Weißt du, so. Und wie auch. Wie ekelhaft eigentlich, weißt du? So, du bist ein Spanner, ein Gaffer und weiß ich nicht. Also ich sag das immer extra so, damit die Leute dann vielleicht dazu angeregt sind, das auch wegzulassen. Es hat so viel verändert. Wie gesagt, Self-Confidence, die Beziehung mit mir selber. Man ist mehr stolz auf sich auch irgendwie, wenn man das die ganze Zeit gemacht hat und dann aufgehört hat. Die Beziehung zur Frau, zum anderen Geschlecht, ganz anders. Dein Blick auf die Frau generell so. Wenn du dir jeden Tag diese Pornodarstellerin reinziehst und was sie da machen und so, dann automatisch wertest du die Frau ab. So. Weil das ist, weißt du? Stimmt, ja, doch. So. Dein Sexleben wird sich komplett verändern. Das ist ganz anders, dann wieder normalen Sex mit einer Frau zu haben, so, ohne diese ganzen Bilder im Hinterkopf zu haben. Weißt du? Und ich habe oft gehabt, und ich kenne das von Leuten, die haben mir das auch öfter schon gesagt, so, die sich jeden Tag Pornos reinziehen, die fühlen Sex manchmal gar nicht. Die denken, Digga, der Porno war geiler. Echt? So. Oh mein Gott. Kriegen teilweise dann keinen mehr hoch und so, weißt du, weil es einfach nicht geil genug ist. Weil die nicht sich so verhält wie die eine im Porno. Oh mein Gott. Weißt du? Ist crazy. Krass. Wirklich, das verändert dein Leben als Mann, wenn du damit aufhörst. Ja,
Er spricht aus Erfahrung, was soll man sagen? Ja? Es ist echt so. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Das ist eine der verbreitetsten Süchte, glaube ich, bei Männern weltweit so. Kann man sich als Frau gar nicht vorstellen. Nee, ne? Also für mich unvorstellbar, ehrlich gesagt. Ja. Ja, du musst dir vorstellen, wir wachsen damit auf. Und dass das normal ist auch. So. Ja, ja, man bringt uns das so bei. Weißt du? Ist normal. Gehört dazu. Mhm. Easy, bla bla bla. Und dann guckst du in die Welt raus. Alles ist übersexualisiert. Mhm. Frauen haben mittlerweile verstanden, dass man mit diesem Drive von Männern Geld machen kann. Mhm. Dass man die Medien und die Konzerne haben verstanden, dass man die aussaugen kann. Ja, sie würden alles dafür machen, nur irgendwie sexuell befriedigt zu werden. So. Mhm. Sind Opfer von ihrem Trieb mäßig, so, weißt du? Das ist das mangelnde Bewusstsein dann auch wieder. Wenn man, glaube ich, bewusst genug ist, also die Männer, die ich kenne, die sehr bewusst sind, tatsächlich, die haben auch nicht so krass diesen Sex. Die gucken auch keine Pornos. Ja. Also die Männer, die ich kenne, die bewusst sind, die gucken keine Pornos. Ja. Alle stabilen Männer, die ich kennengelernt habe, wo ich denke, boah, der ist krass, guckt keine Pornos. Mhm. Ja. Jeder. Mhm. Durchgehend so, weißt du? Und natürlich haben wir als Männer diesen Sexdrive und ich kann es auch fühlen, ich fühle das, Digga. Ich bin, glaube ich, einer von Männern, der wirklich einen sehr hohen Testosteronlevel hat, einen sehr hohen Sexdrive hat und so. Aber diese Energy in dir zu behalten und versuchen, in die andere Bahn reinzulenken, um Dinge zu kreieren in der Welt und diese ganzen Sachen so, das ist so powerful. Ich schwör's dir, das ist so powerful. Und dann habe ich auch irgendwann zu mir gesagt, erstmal habe ich nur aufgehört, Pornos zu gucken und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich befriedige mich gar nicht mehr selber so. Mhm. Gar nicht mehr. Ich höre damit jetzt einfach auf so. Ja. Und Pornos habe ich seit Januar gemacht und mit Selbstbefriedigung jetzt seit 1-2 Monaten. Ja, das ist so eine der Gewohnheiten, eine der krassesten Gewohnheiten, die ich in der letzten Zeit abgelegt habe. So. Keine Pornos mehr gucken, nicht mehr selbst befriedigen. Ist auch ein Prozess, du wolltest das schon länger. Ja, ich wollte, ja. Mhm. Pornos habe ich 2 Anläufe gebraucht. Und Selbstbefriedigung auch, so 2-3 Anläufe. Mhm. Aber umso mehr du das machst und dann vielleicht wieder tust, spürst du diesen Schamgefühl und dieses Nicht-Gut-Fühlen danach noch mehr. Und irgendwann war das so groß bei mir, dass ich gesagt habe, warum machst du dich kaputt jetzt? Weil du bewusst bist deswegen darüber. Du bist dir dessen bewusst. Ja. Und früher ja nicht so unbedingt. Dann spürst du richtig, wie deine Beine schwächer werden und wie du so Ding, vielleicht ein bisschen mehr Augenringe hast und so. Dann denkst du so, nee, Bro, das passt nicht zu mir. Weißt du? Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. So. Ja. Damit höre ich jetzt auf. Geil. Dann habe ich es durchgezogen. Ja, freut mich voll. Und Süßigkeiten essen. Ja? Ja. Hast du auch kein Haribo mehr? Einfach aufgehört. Wenn ich dich sehe, dann denke ich immer an Haribo. Ey, ey, und das war auch ein Ritual bei mir so. Mhm. Täglich fast sogar. War es schwer für dich? Ich sag mal so, ich bin halt ein sehr disziplinierter Typ. So. Ja. Kennst du ja, weißt du ja bei mir. Das hat mir Fitness damals schon beigebracht. Mhm. Dann das Vegan-Sein hat es mir auch beigebracht, weil du brauchst so halt extrem viel Disziplin. Ja. Und mittlerweile ist so, wenn ich mit was aufhören will, dann höre ich auf, Bro. Geil. Ja, okay, manche Leute würden sagen, ist schwer, aber ich denke darüber gar nicht nach, ob es schwer ist oder nicht. Krass. Nee, ich will nicht fertig, dann mache ich nicht. Du triffst einfach die Entscheidung. Ja. 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 Und wenn dein Warum groß genug ist, dann ziehst du es halt durch. So. Ja. Das finde ich ist wieder so eine männliche Stärke auch für mich, ein bisschen dieses Disziplinierte, muss ich ehrlich sagen. Ja. Es strahlt schon also Männlichkeit aus. Es ist wichtig, als Mann diszipliniert zu sein. Gibt es ja auch disziplinierte Frauen, aber es hat immer so einen maskulinen Touch für mich, wenn Frauen so sehr krass diszipliniert sind. Ja, fühle ich. Mhm. Ist so. Fühle ich genauso. Mhm. Und es ist wichtig einfach, dass du diszipliniert bist, so, wenn du dir was aufbauen möchtest, wenn du was erreichen möchtest. Auch Spiritualität ist mit Disziplin verbunden. Weißt du, jedes Mal, wenn du unbewusste Dinge tust, so, das ist ja, und das zeigt ja dein Lack an Disziplin quasi. Spiritual Disziplin dann einfach. Spirituelle Disziplin, auch extrem wichtig so. Und das gehört doch alles mit dazu. Ich glaube, das ist, dass ich keine Pornos mehr gucke, nicht selbstbefriedige, keine Süßigkeiten mehr. Das hat mich alles auch unspiritueller gemacht, diese Sachen. Weißt du? Die Sachen macht, das wegzulassen macht mich spiritueller. Auf einmal angefangen auch nicht mehr. Früher habe ich ab und zu einfach gesoffen. Mhm. Bisschen Mädels getroffen, ein paar Tequila getrunken, so auf entspannt. Ich habe in den letzten 6-7 Monaten vielleicht einmal getrunken oder zweimal so, weißt du? Ich auch. Ist gar nicht mehr so. Umso bewusster man wird, umso mehr merkt man, was für Dinge einem nicht gut tun und dann hast du gar keinen Bock mehr darauf. So. Mhm. Aber es gibt natürlich auch immer noch Challenges so. Zum Beispiel? Ja, der nächste Schritt für mich ist halt mit den Girls, so, weißt du? Also keine Pornos geguckt, keine Selbstbefriedigung mehr, dann hast du natürlich einen höheren Sexdrive, noch mehr als vorher. Und dann ist halt der nächste Schritt auch mit den Girls, ist halt so. Ich würde gerne mal wissen, wie du dich fühlen würdest, wirklich jetzt mal einfach als Test,
Wenn du wie so manche Männer, die ich ja auch schon mal getroffen habe, die dann sagen, ich habe jetzt seit 6 Monaten keinen Sex. Das würde ich gerne mal wissen, wie du dann energetisch drauf wärst. Einfach so Interesse, Alter. Ja. Yeah. Wäre interessant. Boah. Für mich wäre ein Monat schon mal krass so. Ja, okay. Das wäre für mich schon mal krass so. Krass. Ohne Selbstbefriedigung. Ja, ja, ohne, ey, ich habe mit Selbstbefriedigung habe ich schon mal ein Jahr keinen Sex gehabt. Easy. Ja. Weißt du? Aber ohne Selbstbefriedigung und ohne Dings okay. So, keinen Sex haben, einen Monat. Ein Jahr hast du schon mal keinen Sex? Ja. Das war easy für dich? Ja, ich habe immer schon meine Aufgabe in der Welt als erste Priorität gehabt. So. Das hat immer die höchste Priorität bei mir. Und ich habe schon ganz früh verstanden, dass viele Sachen dich ablenken davon. Mhm. Und deswegen habe ich auch früher nicht so, da habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich habe keine Zeit dafür jetzt gerade. Wo ich in der Waldhütte war zum Beispiel auch, wo ich diese spirituelle Entwicklung hatte. So. Selbst da hatte ich noch Optionen, aber ich habe das nicht gefühlt so. Dann mache ich es halt auch nicht, weißt du? Mhm. Ich kann, wie gesagt, ich bin sehr diszipliniert. Wenn ich das unbedingt will, dann kann ich es auch tun. Aber ich glaube, ich will das halt nicht unbedingt mit den Girls so. Weißt du? Ja, es ist so. Ja. Ich will es halt noch nicht zu krass genug. Ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt irgendwann will. Ich glaube, so gar keinen Sex zu haben. So. Aber irgendwie kann ich es mir schon vorstellen bei dir, weil du wirst halt immer bewusster. Und kann sein, dass das diese Menschen, dass es zusammen oft auch kommt. Vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen kommt es auch zusammen. Ja, ja, ja. Und ich bin auch nicht so zu. Ich sag auch nicht so, nein, Digga, niemals und so. Ja, ja. Ich weiß so krass, also ich habe das in meinem eigenen Leben so oft beobachtet, dass eine Sache passieren kann oder eine Entwicklungsstufe kommt, wo du auf einmal ganz anders denkst und siehst so. Ja. Deswegen kann ich mir das, ich sag niemals nie, so dass das nie passieren wird, dass ich irgendwann mal sage, Digga, ich will gar keinen Sex mehr haben. So, das hört sich jetzt für mich crazy an, das zu sagen, aber I don't know. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ist halt, ja. Was auf jeden Fall sich extrem verändert hat mit dem Bewusstseinslevel ist, was für Frauen ich auch treffe und so. Mhm. Früher war mir das alles scheißegal, weißt du? Mhm. Auch durch den Pornokonsum, glaube ich, und so. Da hast du einfach alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, mäßig so. Aber so, wenn du spirituell dich weiterentwickelst so, und bewusster wirst, dann ist es halt auch. Also seitdem habe ich auch nicht mehr mit irgendwelchen Mädels zu tun, wo ich das Gefühl habe, die haben eine schlechte Energy. So. Mhm. Weißt du, die geben mir jetzt gerade negative Vibes oder irgendwie so. Ich mag die eigentlich gar nicht wirklich und das war mir früher alles egal. Mittlerweile habe ich da einen extremen Fokus drauf. Und es kommt auch mit dem Bewusstsein so. Ich will nur gute Erlebnisse haben, positive Vibes, gute Energy, Ehrlichkeit, auch teilweise echte so Liebe oder irgendeine Art von Verbindung. So. Weißt du, das ist mir viel wichtiger geworden als früher. Mhm. Schön. Ja. Da merkst du auch den Unterschied. Ja. Fühlt sich ganz anders an. Ja. Und durch das Weglassen von Pornokonsum und Selbstbefriedigung kann ich mich auch viel besser kontrollieren. Mhm. Weil Leute sagen, ja, aber wenn Männer Pornos dann weglassen, dann können sie sich ja gar nicht mehr kontrollieren, dann sind die nur noch schwanzgesteuert und so. Stimmt nicht. Mhm. Du lernst besser, dich zu kontrollieren, weil du es nicht mehr jeden Tag machst und deinen Trieben folgst die ganze Zeit. Mhm. Sondern ich vertraue der Natur. Wenn sein soll, dann lerne ich eine Frau kennen, wo sich es gut anfühlt, dann habe ich. Und wenn nicht, dann nicht. Es ist nicht mehr dieses unbedingt. Weißt du? Ja. Mega. Ich freue mich für dich. Voll aufgemacht hier gerade. Hosen runtergelassen. Ja, nee, ist aber auch ein interessantes Thema, womit sicher viele Männer identifizieren können. Ja. Und da kannst du ja auch so ein Vorreiter sein und von deiner Erfahrung einfach mal sprechen. Kann ja den einen oder anderen inspirieren hier. Auch mal das Ganze zu überdenken. Ist wichtig. Mhm. Also wir haben ja in dem ersten Talk auch geredet über die Stärke von Männern auch und wie das aus der Balance rausgekommen ist. Und das hat einen riesen Einfluss darauf, glaube ich. Und dann können Männer wieder mehr in ihre maskuline Energy reinkommen, mehr in die Stärke reinkommen, stolz auf sich selbst sein und so. Mhm. Ist wichtig. Ja. Ist wichtig. Ja. Was geht? Du guckst mich schon rum, die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit. Ne? Ich höre zu, weil Leon ist in seinem Talk, in seinem. Ja, was soll ich sagen? Sag was dazu, stell Fragen, keine Ahnung. Hast du noch irgendwas? Boah. Ich überlege gerade, wir haben letztens schon so viel geredet, halt, wo die Kamera aus war. Ach so, ja, ja. Jetzt noch über die ganzen Themen. Fragen gerade. Boah. Fällt, glaube ich, gerade keine Frage ein. Du hast ein Jahr keinen Sex mehr gehabt, wa? Wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Ich, oh mein Gott. Ja, ja, was ist los hier? Ja, über ein Jahr jetzt. Pack aus. Über ein Jahr. Ein Jahr und fast einen Monat, oh Gott. Ja, Leute,
Und glaubst du, das ist das Gleiche für Männer und Frauen? Nein. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Weil ich einfach sagen kann, also ich als Frau, ich habe einfach diesen Drang überhaupt nicht. Es liegt auch daran, ich kann meine Gedanken sehr gut kontrollieren. Für mich ist das gar kein Problem. Ich kann sehr gut in das Gefühl aber auch reinkommen, dass ich Bock hätte, wenn ich darüber nachdenke und mir vorstelle, wie das letzte Mal war oder wie es sich wieder anfühlen würde. Und dann Kopfkino mache. Und wenn ich, sobald ich Kopfkino mache, das heißt, meine Gedanken einfach fließen lasse, dann kommt die Lust. Da ich aber meine Gedanken sehr gut kontrollieren kann, weil ich genau das gelernt habe und studiert habe die letzten Jahre, sage ich mal, vor allem mit dem Fasten und anderen Praktiken. Mind Control ist das. Ja, ich kontrolliere meine Gedanken halt ziemlich gut und das fällt mir sehr leicht, muss ich sagen. Da habe ich dann auch diesen körperlichen Drang überhaupt nicht. Ja. Also gar nicht. Ich weiß jetzt aber nicht, wie ist auch das anders, glaube ich, für Männer ist. Wegen, also was ich den Unterschied, den krassesten Unterschied, glaube ich, ist, wenn du, wie gesagt, als Mann ziehst du dir oft Pornos rein, du hast die Bilder im Kopf die ganze Zeit, weißt du? Und das macht dich dann aktiv. Aufhören, darüber nachzudenken. Genau, aber auf Instagram, also die Sexualisierung der Frau ist, glaube ich, extremer als die Sexualisierung des Mannes, weißt du? Wenn du nur einmal irgendwo online hingehst, siehst du Ärsche, Titten, alles siehst du, und dann ist es, dann geht's schon los. Vor allem auch, du bist ein Typ, du bist so Vision. Ja, visuell, wir sind sehr visuelle Wesen. Visuell, genau, als Frau, ihr seid wenn emotionalere ich ein Bild sehe, von einem Typ, das macht mich nicht so an, wie wenn ich zum Beispiel die Energy spüre, wenn ich neben dem Mann bin. Deswegen Bilder bocken mich gar nicht. Ja. Das ist sehr schwierig. Aber wenn ich mit einem Mann bin und ich fühle seine Energy oder seine Worte oder so, das kann mich sehr anziehen. Also extrem. Voll. Ja, deswegen ist es auch bei Männern, deswegen ist bei Männern die Optik auch nicht so wichtig wie bei Frauen. Ja. Vom jeweils anderen Geschlecht gesehen. So. Weißt du, weil wenn er dir eine gute Energy gibt, Charisma hat und diese ganze Sache, dann dann kannst du das schon, weißt du? Aber beim Mann ist wichtig, dass er das, was er sieht, auch geil findet. Ja. So, weißt du, was ich meine? Ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen glaube ich halt, dass die, durch diese Sexualisierung der Frau, dass halt viel im Internet, wenn du nur ins Internet gehst als Mann und diese geilen Frauen siehst, dann bist du schon aktiv. Und der Sexdrive von Männern ist auch rein biologisch 10-mal so hoch wie von Frauen. Also der Testosteronlevel von Männern ist 10-mal so hoch und Testosteronlevel und Sexdrive, das korreliert auf jeden Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, als Mann auch möglich, aber vielleicht ein bisschen schwieriger. Jetzt zum Beispiel wie du ein Jahr kein Sex zu haben, weißt du? Das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Es ist auf jeden Fall schwieriger, das denke ich auch. Ich denke, es ist auf jeden Fall aber auch möglich, wenn man seine Gedanken kontrolliert. Weil es hat was natürlich mit den Gedanken zu tun. 100%. Und deine Gewohnheit, wie du die letzten Jahre so gelebt hast und so weiter. Vielleicht wie inwiefern das auch dazu gehört zu deinem Alltag. Warum hast du das gemacht überhaupt? Also, das kann ich ganz kurz erklären. Das ist auch sehr wichtig für mich, das wirklich mal zu sagen. Ich war in einer kleinen, kurzen Beziehung, sag ich mal, mit einem Mann. Also, ich dachte echt, das wäre jetzt das Ding so. Ich war mega verliebt, habe mich richtig wohl gefühlt und so. Ja, und dann hat das nicht geklappt, so wie ich dachte. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, dass mich das kaputt macht, also emotional. Ich habe mich viel zu schnell geöffnet. Anstatt mal vorher wirklich dem Ganzen mehr Zeit zu geben, bevor ich mich emotional so fallen lasse. Glaubst du, dass Sex haben mit einem Mann trägt dazu bei, dass du dich öffnest? Ja, auf jeden Fall. Als Frau, ja. Ja, ne? Das haben wir auch schon mal besprochen. Ne? Die Frau öffnet ihre Beine. Die Frau gibt viel mehr von ihren Inneren, habe ich das Gefühl, preis. Sie öffnet wirklich ihren harten Und ist noch mal emotionaler Kern als ein Mann. Und ist emotionaler, wenn sie dann mit dem Mann intim wird und auch wirklich Geschlechtsverkehr hat. Ja. Sag ich mal, ist für mich, da ist jetzt okay, jetzt habe ich mich irgendwie so... Da lässt du los dann. Ja, jetzt ist vorbei, jetzt gehört hier so. Da ist nämlich keine Logik mehr so richtig, sondern nur noch Emotionen und jetzt ist es egal. So. Als ich bin sehr gefühlvoll. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Frau von Frau zu Frau, aber generell, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Frauen mehr dahin tendieren, in diese Art von... Genau, würde ich auch sagen, vielleicht gibt es da Ausnahmen, aber ich sag mal so allgemein, meine Erfahrung, ich bin halt eine Frau, ich kann nur von mir jetzt sprechen. Das ist aber auch meine Erfahrung, wenn ich mit Frauen bin und wenn man dann Sex hat, so dass die dann nochmal viel anhänglicher sind, nochmal viel... Also da passiert viel, wenn man einmal Sex hatte. So. Und ich habe einfach für mich erkannt, dass ich nicht mehr so ein emotionales Hoch und Runter haben möchte wegen Menschen, die ich noch gar nicht richtig kenne, die noch gar nicht bewiesen haben, welchen Stellenwert sie in mein Leben bekommen können. Und dann habe ich für mich entschieden, ich lasse mir jetzt Zeit, wenn ich mich das nächste Mal öffne, weil ich will nicht schon wieder, dass alles aus der Bahn gerät. Achterbahn so mäßig, Danach war ich erstmal Game Over.
alles war, hat sich komisch angefühlt, leer. Ich hatte keine Motivation mehr für nichts. Ich war richtig emotional, so liebeskummermäßig, am Boden zerstört und sehr lange. Das war wirklich schlimm. Und dann habe ich gesagt, was hast du dir jetzt, wenn du jetzt einen Mann kennenlernst, der dir gefällt und so, wo der Vibe da ist, so hast du jetzt so, wo du sagst, okay, so und so lange warte ich bis. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur noch, habe ich überhaupt jemanden kennengelernt, der mir richtig gut gefallen hat? Ich glaube zwei. Nee, ich meine, hast du dir ein Limit gesetzt, so wenn du jetzt jemanden kennenlernst, der dir gefällt, Limit, wo du denkst, das ist so richtig, wann du mit dem Sex hast? So. Limit nicht, aber ich habe gesagt vom Gefühl, er muss mir zeigen, dass ich ihm vertrauen kann. Wenn er mir das nicht prüft. Was denkst du, wie viel Zeit kostet sowas? Also hast du da irgendwas im Kopf, dass du sagst, ey, ich warte auf jeden Fall erstmal einen Monat oder paar so. Wochen? Oder? Nee, tatsächlich habe ich keine Zahl im Kopf, aber es könnte. Könnte länger sein, aber es könnte auch schneller gehen. Das muss vom Gefühl muss passen. Ja, ja, ja. Aber definitiv muss ich diesen Mann bedachter auswählen. Mhm. Bei dem letzten Mann wusste ich ja auch, er geht wieder. Warum habe ich mich überhaupt so geöffnet, dachte ich mir. Ich wusste, er geht. Er geht in ein paar Wochen. Jetzt zum Beispiel, das würde ich, glaube ich, das, halt die das ist halt die Logik, die bei Frauen manchmal fehlt, weil die sich halt emotional dann. Ja. Und Männer sind mittlerweile, viele Männer sind mittlerweile auch gut geworden in jemanden zu verkaufen oder in eine Story oder eine Emotion in Frauen auszulösen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt eine richtige, da gibt es so eine richtige Schule sogar mäßig für Männer. Das verstehe ich. Wie du es schaffst, halt eine Frau dazu zu bringen, sage ich mal. Und das ist aber noch ich meine jetzt nicht ihn. Ja, ja, das ich meine generell so, weißt du? Generell, das verstehe ich. Deswegen sage ich auch, dass das würde ich, glaube ich, aber auch merken. Ich spüre, wenn ein Mann mich ansieht mit dem Augen, und ich möchte mit dir einfach nur ins Bett. Ich kann das fühlen. Mittlerweile kann ich das fühlen. Und deswegen bin ich auch gar nicht mehr interessiert. Das fühle ich dann auch gar nicht aber mehr. Aber das Ding ist auch, manchmal ist es auch nicht nur das, weißt du? Nee, aber man fühlt das aber Männer, irgendwie. Aber er wusste, also es gibt ja, Männer wissen manchmal auch schon, dass es vielleicht nicht so long-term laufen kann mit ihr, aber lieben trotzdem richtig in dem Moment. Ja, aber und ja, wissen okay, das eigentlich, dass es nicht funktionieren kann, ja, okay. So, weißt du? Aber das wäre was anderes wie jemand, der gezielt nur dich ins Bett will. Das ja. Würde ich merken, das meine ich. Ja, ja. Das merkt man schon. Ja, ja, das merkst du. Wie er dich anguckt, das merkst du einfach. Ja, ja. Aber, also ich kann nur sagen, als Frau, von Frau zu Frau, wenn er gerade so Frau ist, ich kann nur sagen, mir hat es so viel geholfen. Es war ein richtiger Gamechanger für mich einfach. Jetzt zu dich achten, nicht mehr so zu öffnen. Ja, so. Nicht so schnell, weil ich einfach stabil, emotional stabiler bin und jetzt wirklich meine Dinge durchziehe und mir es einfach gut geht. Mir geht es seitdem so viel besser als vorher, wo ich alle paar Monate irgendwie ein Gefühlschaos hatte, weil manche Frauen öffnen sich alle 3 Monate vielleicht mit jemandem, andere alle 6 Monate, manche machen das jeden Monat. Bei mir war es vielleicht alle 3, 4 Monate. Gibt's nur, heutzutage gibt es da richtig... Ja, und wenn ich überlege... Damals immer und dann wieder ein Typ und meine ganze Aufmerksamkeit auf den, dann viel über den geredet, wo ich dachte, was ich für eine Lebensenergy verschwendet habe auf jemanden, den ich noch nicht mal richtig kenne und mit anderen Leuten über die Person stundenlang erzähle. Und Frauen mögen das ja, ne? Die tun das sich ist halt richtig auch, reinsteigern. Ja, und ich glaube auch, jede Frau will tief im Herzen auch einen Mann haben. So, will weißt, sie einen ja Partner auch. Haben so. Und dann ist aber natürlich dieser Typ dann erstmal deine Priorität und du konzentrierst dich auf den, redest über den und so. Das ist bei Männern zum Beispiel anders. Ja. So. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Männer können auch einfach so Sex haben und dann morgen ist vergessen. Ja. Weißt du, was bei ich mir meine? Geht das nicht. Ja. Also ich kann das nicht und ich will das auch willst gar du auch nicht. Willst auch nicht. Nee. Das ist auch gar nicht. Das fühlt sich, da sind wir wieder bei richtig und falsch. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Es fühlt sich nicht natürlich an für mich. Weiß ich nicht. Ja. Das ist nicht das, was wir leben sollten, so als Frau. Ja, ich generell auch. Mhm. Also. Ich will am Ende des Tages auch Familie gründen und ernsthafte Beziehungen haben. So. Also ernsthaft in dem Sinne, dass ich auf was hinaus will. So. Weißt du? Und nicht nur auf Sex. So. Ich kann das zwar und es fickt mich und meinen Kopf auch nicht so, aber trotzdem weiß ich, dass das Richtigste wäre, eine Frau zu haben, die ich ernst nehme und mit der ich zusammen auf irgendwas hinausarbeite. Mhm. So, weißt du? Das ist das Richtige, so. Das fühle ich auch. Und manchmal fühle ich auch das. Und das, deswegen habe ich auch aufgehört mit so... Einfach mit irgendwelchen, ich nenne sie jetzt Bitches, einfach irgendwie was zu haben, so für eine Nacht und dann Dings und so. Weil ich auch da durch die Bewusstseinssteigerung gemerkt habe, wie,
wenn das die falschen Frauen sind, dann ist das schon ein bisschen negative Energy, die da in dich reinkommt, mehr oder weniger. Ja, beziehungsweise, interessant, dass du das merkst. Da, ja, weil da auch, für mich ist immer das Wichtigste, dass ich die Frau auch respektieren kann. Mhm. Wenn ich eine Frau respektiere, dann entstehen bei mir gar keine negativen Vibes oder ehrlich. Kann ich noch diesen Satz zu Ende machen? Oh mein Gott, Leon, ich glaube, das war wieder eine halbe Stunde rum. Was ist los? Wir reden so viel. Okay, sorry. Dass ich mich auch wirklich um die kümmern kann, so, weißt du? Finanziell ja. Und auch um mich kümmern kann, einfach auf eine Art und Weise. So, ja, das kann vielleicht auch passieren. Also wenn ich jetzt die Frau meines Lebens kennenlernen würde, würde ich auch jetzt mit ihr Kinder bekommen. So. Mhm. Aber wenn ich die noch nicht gekommen habe, dann arbeite ich noch an mir selber. Mhm. Und wenn dann eine kommt, mit der ich eine gute Verbindung habe, gute Zeit habe, gute Energy, habe ich jetzt gerade eine so. Mhm. Aber ich nicht wirklich fühle, dass es der richtige Zeitpunkt ist und auch nicht die richtige Frau ist für Kinder bekommen und diese Sachen. Mhm. Ja, dann... Mhm. Warum ich das mache, sagst du, ja, am Ende des Tages wahrscheinlich wegen Sex. Und weil aber wenigstens mit einer guten Frau, mit der ich auch Bock habe, an Beach zu gehen und irgendwas essen zu gehen, was trinken zu gehen. Und nicht mit irgendeiner, die ich verurteile und verachte mäßig, weißt du? Mhm. So. Ja, es ist auch interessant. Das ist, glaube ich, halt ein Entwicklungsschritt auch, den ich quasi gemacht habe, so, weißt du? Weil früher habe ich auch wirklich mit Frauen einfach so... Mhm. Jetzt nicht mehr. Sogar bewusst so ausgewählt, dass ich die gar nicht respektiere, sondern einfach nur so. Mhm. Weißt du? Und es hat sich verändert, weil Männer ich das irgendwann Frauen. Nicht mehr so gefühlt habe. Ja, Männer und Frauen ist halt so ein Thema so. Das hatte ich auch heute mit dem Mädel am Beach. Wir Männer sind halt nun mal, ja, was soll ich dir sagen? Die meisten Männer, was ich anregen will, ist, dass die einfach ehrlich sind so. Viele Männer in Beziehungen, na, das ist halt ein Thema, ich weiß nicht, ob wir das nochmal aufmachen sollen, so, aber viele Männer sind unehrlich. Ja. Die trauen sich nicht, das zu sagen, was sie wirklich fühlen. So. Eigentlich weiß das unterschwellig jede Frau und jeder Mann, dass Männer teilweise immer noch Bock haben, auch auf andere Frauen, auch wenn sie in einer Beziehung sind. So. Sonst würden die sich keine Pornos reinziehen oder irgendwelche OnlyFans-Girls abonnieren oder irgendwas machen. So. Irgendwas, was Neues. So. Weißt du, was ich meine? Meinst du, das wird denen langweilig? Oder ist das einfach der Trieb? Ich glaube, das ist Biologie auch ein bisschen so. Von damals noch. Deinen Samen so weit wie möglich verbreiten und Überlebensinstinkt, bla bla bla, konkern, jagen und so, Jagdinstinkt. Wenn das weggeht, fühlst du dich nicht mehr richtig wie ein Mann und so. Weißt du, wie ich meine? Ja? Ja, weil du das dann unterdrücken musst und so. Okay. Das habe ich auch gemerkt damals. Und mittlerweile, weiß ich nicht, ich bin halt ehrlich zu mir selber und ich kommuniziere das so, weißt du? Ich will das wenigstens kommunizieren. Heißt nicht, dass ich sage, dass Männer fremdgehen sollten oder irgendwie unbedingt andere Frauen brauchen und so, aber wenn du das fühlst in der Beziehung, dann red darüber. Sag das, weißt du, wie ich meine? Auch wenn du vielleicht Angst hast vor der Reaktion und so, aber wenn du das fühlst, dann sag es auch. Weil Ehrlichkeit ist für mich das Allerwichtigste in einer Beziehung so. Ja, für mich wäre das auch so. Andere würden jetzt vielleicht sagen, boah, ich würde es nicht sagen, weil dann geht deine Frau Dingens, dann schießt sie dich in den Sand. Ja, davor haben die meisten Männer Angst. Aber das ist ja dann auch traurig, wenn man nicht mit seiner Frau, die engste Person, die dir nahesteht quasi, über alles reden kann. Das wäre auch schade. Und das ist ja auch nicht zu verurteilen. Was kann denn die Person dafür, wenn die so fühlt? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ist doch schön, dass sie wenigstens den Mut hat, ehrlich zu sein. Ja, viele Frauen verwechseln das mit dem. Viele Frauen denken, dass das mit ihrem eigenen Wert zu tun hat, weißt du? Die denken, wenn mein Typ jetzt Bock auf eine andere Olle hat, dann bin ich nicht gut genug. Mhm. Aber es stimmt nicht. Nee. Stimmt nicht. Das hat oft gar nichts mit dir zu tun. Der liebt dich noch und alles ist immer noch gut so. Das ist die Biologie, der Drive, so irgendwas, was es in ihm auslöst, weißt du? Dass es dahin kommt, dass er vielleicht mal wieder Bock auf irgendwas Neues hat. Und ich glaube, durch das Kommunizieren, wenn du das mit deiner Partnerin kommunizierst und darüber redest und sie wirklich versucht, dich zu verstehen und dir zuzuhören, vielleicht geht es sogar weg dann. Weil du konntest es rauslassen, du konntest mit ihr reden, die hat dir zugehört. Die hat dich nicht geschlagen deswegen oder irgendwie verbannt oder so, sondern hat dir zugehört, weißt du? Vielleicht geht die Energy dann auch raus. Aber wenn du es verheimlichen musst die ganze Zeit im Hinterkopf und so, ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann fremd gehst, noch größer. Ja. Krass. Ja. Das ist ein schwieriges Topic. Ich red darüber auch öfter mal im Livestream und da kommt sehr viel
da kommt sehr viel zurück, so, weißt du, wie ich meine, aber... Da können wir auch nochmal ein extra Video zu machen, für die offene Beziehung auch und so. Ja. Weil das ist jetzt zu viel, wenn wir jetzt darauf reingehen, in die Thematik, das wird zu lang. Ja, das wird auch sehr... Ich habe da meine Meinung und das gefällt vielen nicht. Ja, lass uns das doch im nächsten Talk machen. Also ich würde sagen, wir beenden den Talk jetzt hier. War doch cool. Ja, cool. War lang. Safe. Hast viel geteilt. So. Und im nächsten Talk reden wir vielleicht über offene Beziehungen. Offene Beziehungen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Bock darauf habt. So, das wird wild auf jeden Fall. Oder ein anderes Thema, was ihr gerne hören wollt. Ja, checkt es unten in die Kommentare rein. Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren. Wie ich will. Guck die anderen Videos noch an, verlinke ich hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Gerne. Peace. Was wolltest du gerade noch sagen? Ach so, like das Video, abonnieren nicht vergessen. Genau. Die Glocke aktivieren. Genau. Das mache ich auch gleich. Das habe ich noch nicht gemacht, das mache ich auch gleich. Ich habe schon abonniert. Sehr gut. Direkt abonniert, Junge! Mann!